Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Teamprojekt zusammen mit dem Chris. Und ich bin gerade da wieder beim Kalkschnuffel. Und jo, der Chris wollte gerade noch was sagen. Das ist dafür, wo wir die ganze Zeit hingearbeitet haben, hat jetzt endlich mal funktioniert. Mit den im Kuchen. Ja. Da haben wir jetzt eigentlich die ganze Zeit umgearbeitet und da haben wir extra die Dinge quasi für gebaut, den Hof, Anführungszeichen. So, welches Volk ist denn jetzt noch zum Kalken? Das 12er, das 3er und das 5er. Ich werde noch ein bisschen füllen. Also Gabelstaplerfahrer keine Platzangst haben, wundert mich. Ey, so ein Ding hat mir echt keinen Platz. Oh, die letzte Bahn noch auf dem Feld da und dann geht's auf den nächsten. Aufs nächste so. Ich verstehe diese Hilfe echt nicht, Alter. Er sagt irgendwas von hat Arbeit erfolgreich beendet. Ja, nee, halbe, dreiviertel der Bahn ist noch da. Verstehe ich einfach nicht. Ist ja Chains, ne? Ja, warum sagst du's? So gefühlt, der Klaas hat bei uns die meisten Stunden, oder? Ich glaube ja, 8, 9 Stunden so was. 8,2 hat er. Warst du gerade mit dem... Ja, ruhig. Ah. Alles gut. Jetzt hab ich schon gehört. Das macht der Nonne. Ja, bei den Helfer warst du nicht. Ja, das ist allerdings richtig. Oh, das nächste fällt daneben um gleich.
Scheiß Nacharbeiten beim Pflügen, das nervt ja schon. Ja, der Helfer kann ja nichts. Muss jedes Mal nachputzen. Jedes Mal die Ecken oder entweder lässt er eine ganze Spur aus oder gar nichts. Oder er bleibt im Baum stecken. Ja, im 13er Lava ist ja richtig schlimm. Der Helfer. Der Helfer war immer schlimm. Egal wo du hingehst. Also generell das mit dem Tempo, weil der. Du konntest zu schnell fahren, aber da hat einfach die Maschine aufgehört zu arbeiten. Im 13er. Ja, da war irgendwas, gell. Der einzig wahre Helfer ist Körsper. Das Beste war wirklich im 13er die Golfkarts. Ja, das war geil. Die sind sowas so geil. Das einmal installieren wir da in 13. Einfach so wie Historik, kann man sagen, oder? Hm? Einfach für die Historik nochmal in 13er zocken. Achso, ja. Sehr geil. Einmal jeden LS-Teil einmal anzocken wieder. Ich weiß gar nicht, wo ich die Keys hingetan habe, sonst kaufe ich einfach auf Steam. Ja, bei mir ist mal alles und nichts in der CD drin zu holen. Ich weiß nicht, wo ich die hingetan habe. Ich habe alle bei mir tatsächlich im Schreibtisch drin. Ich schaue, damit es nicht mal die ganzen Dings Collectors Edition zum Nachkaufen gibt. Extra so als Andenken. Ja, da die Platin in den Tisch. Was ja ne? 19er? Ne, vom 19er habe ich die unterirdisch. Vom 13er. Ja. Da gab's ja diese eine Map nur extra und dann die ganzen Fahrzeuge und so. Wie heißt denn die Map? Diese eine USA-Map da, oder wie haben wir die? Fällt an. Hast du im 17er die Los Hügel angespielt? Jein. Weiß ich gar nicht. Also beim LS19 habe ich die One Day Edition, beim 17er habe ich die normale. Ah ne, beim 13er war sogar die Titan Edition, wo ich habe. Kann mir genau dran erinnern, das war mein erster richtiger LS-Teil von Giants. Was waren da die höchsten wo die am meisten gebraucht haben, Alter? Boah, weiß ich gar nicht. Junge, das schau jetzt mal. Die Westbridge Hill hat die geheißen. Ah ja, genau, die Hill. Die Westbridge Hill, so. Die Hagenstedt, Alter. Alter, die war geil, die Hagenstedt. Ja, zu geil. Zu geil. Mit der Göbel, der Presse. Die ist ja auch nicht im 19 rausgekommen, der hat ja keine Freigabe gekriegt. Hast du die benutzt, die Göbel, Presse? Und so mal. Ja, der Motor hat keine Freigabe gekriegt. Alter, what the fuck? Was denn? Die Mindestanforderungen da. Was steht denn? Microsoft Windows XP. Oder ich da gehe. Dann beim Prozessor ein AMD oder einen Intel Prozessor mit 2 GHz CPU. Eine Grafikkarte mindestens eine 256 MB. Was? VR-RAM. Was? Alter, V-RAM. Da hat er mein iPhone mehr Speicher. Der
oder halt Grafikspeicher. 256 MB. Na, sei noch immer von meinen, 11,75 GB sein und noch von meiner RTX frei. Wenn ich mit dem schwöre. Eine Nvidia GeForce 7607. Ja, moin. Was ist denn das? Junge, Alter. GeForce Grafikkarten ermöglichen das bestmögliche Spielerlebnis für den Level Jump Simulator 2013. Ja, ah ja, mit 200 GB. Normal, ey. Dann 1 GB Arbeitsspeicher und 1 GB Festplattenspeicher gerade mal, Alter. Digga, what the fuck, Alter. Windows XP einfach. WTF. Wenn du denkst, du kennst ja die Micro-SD-Karten, die weißt du, was da in die Kamera sein tust, oder? Ja, kenn ich. Ja, Alter, du gibst jetzt schon auch 8 Terabyte davon. Quatsch, nicht. 8 Terabyte, Alter. Erweitert dein Spiel mit Mods und DLCs. Das wäre wirklich geil, wenn wir wieder mal zu alle, oder die, was jetzt gerade da in Discord sein, einmal so historische Runde machen. Einmal in den. Also beim 13er, 17er, 19er kann ich mitmachen. War die anderen nicht da. Bei 13er war, wie gesagt, mein erster richtiger und 15er habe ich übersprungen. Das habe ich bei einem Kollegen von mir gezockt. Digga, aber 17er, Digga. Mit der Gold Quest Valley und Tod und Teufel, Alter. Geil, die Gold Quest Valley war geil. Oder die Snowska war auch geil, aber war ja gut. Ja, von da die Zetor war es, glaube ich. Ja, ganz ehrlich, einfach nur mal um die Sounds, die Grafik zu sehen, Alter, einfach mal wieder installieren. Oder die 17 dafür Ansprüche gehabt. Da kein Missanforderungen wegschmieden oder was? Ich schien jetzt sei, dass dieser keine Mindestanforderungen reingeschrieben hat. Doch, muss er drin stehen. Die haben da sogar eine Anleitung geschrieben, wie man im Multiplayer reingehen kann und sowas. Haben die komplett beschrieben. Ja, ich hab sogar noch die CD da irgendwo. Das war meine letzte CD, die anderen habe ich alle auf 7. Okay. Oh, die Grafik, Digga. Digga, die Bilder, wo da benutzt sonst sind, Alter. Auf und zu geile Zeiten. Ich hab da ja sogar Ding beschrieben. Wenn man kauft. Digga. So, meine lieben Freunde, aber das, was der Herr Kollege da noch schaut, das werde ich in der nächsten Folge erzählen. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.